Das war's. Ja, da kannst du am Titel schon sehen. Diesmal gibt's keine große Begrüßung und kein langes Drumherumgequatsche. Ich werde nach der UDTA meine Pokémon Competitive, will es jetzt nicht Karriere nennen, aber auf jeden Fall das CP spielen, in YouTube oder auf YouTube oder auch tendenziell in-game, sage ich jetzt mal, auf Eis legen. Die Gründe sind ganz einfach, dass gerade die letzten Wochen oder auch die letzten Kämpfe, die haben mich einfach, ja, ich sag, die haben mich gebrochen. Die haben mich einfach gebrochen. Ein anderes Wort dafür gibt es nicht. Das liegt größtenteils auch an mir. Ich habe einfach nicht so viel Zeit für Teambuilding etc. Ich habe gerade viele andere Sachen im Kopf. Ich fange einen neuen Job an. Und eben privat steht noch einiges auf dem Programm dann, was noch kommt. Und ja, das hemmt mich einfach zeitlich auch ein und ich bin nicht fokussiert und kann einfach nicht an die Hochzeit, die ich hatte während der Corona-Zeit. Die war einfach während Corona, weil ich da meine Hobbys und nicht ausüben konnte und eben viel zu Hause war und man ja eben seine Freunde so nicht treffen durfte. Und da hatte ich einfach viel Zeit und konnte mich da ranhocken, reinklotzen. Da hatte ich auch meine beste Phase. Da habe ich eine Singles-Liga gewonnen auch und alles Mögliche. Und ja, daran kann ich einfach nicht anknüpfen. Und ich merke einfach selber, dass mir gerade nach den letzten Kämpfen einfach auch der Spaß und die Motivation dann fehlt. Also das ist einfach, ich sehe da für mich kein Mehrwert mehr drin aktuell. Vielleicht werde ich zu Gen 9 wieder hier auf YouTube was bringen. Das kommt aber darauf an, wie mir das gefällt und wie das Kampfsystem da ist und ob es ein vernünftiges Online-System gibt. Wenn das weiter Gen 8 bleibt, werde ich da, das sage ich jetzt sofort so raus, an keiner weiteren Liga teilnehmen im Gen 8 Format, Gen 8 Meta, weil ja, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, und mir hängt es einfach auch zum Hals raus. Und ich bin einfach, auch habe ich das Gefühl, wenn ich aufnehme, nicht ganz fokussiert auf den Kampf und bin dann irgendwie mehr in der Aufnahme drin und mache dann halt mehr Fehler. Und ja, wenn dann nur so gerade in der UDTA jetzt, da werden Sets gespielt, die ergeben einfach keinen Sinn oder die mit so unpredictbare Nonsets, das wurde schon von ein paar bemängelt, damit kann ich halt nicht umgehen, wenn man eigentlich damit rechnet, dass da Moves drauf sind, die gegen das Mon was machen und dann entsprechend spielt und das einem dann das Game kostet, quasi, weil man denkt, dass der Gegner was Vernünftiges spielt, was Sinn ergibt und deshalb verliert man dann unter anderem den Kampf und ja, keine Ahnung, ich will es auch nicht rumheulen. Wie gesagt, das liegt größtenteils einfach an mir. Das heißt auch, dass sich der Kanal natürlich ein bisschen verändern wird durch das, dass ich dann mehr Zeit habe, weil ich quasi keine Ligen oder keine Kämpfe mehr hier hochlade. Werde ich mehr den Fokus wieder drauf legen auf Sachen, die schneller gehen, die mir mehr Spaß machen, lustige Sachen, sowas wie das Pokédex-Battle mit Pokécap oder ich will auch wieder den Fußball-Talk mit Danny, wo wir nur eine Folge quasi veröffentlicht haben, den will ich auch unbedingt wieder ins Rollen bringen und will einfach da mehr Zeit reinstecken und möchte einfach mehr so Content machen, das bringt mir im Moment mehr Spaß, das ist zeitlich ungebundener. Ja, und wie gesagt, die Motivation fehlt mir. Ich habe da keine so Freude mehr dran. Eventuell werde ich im Natdex-Format meine SD-Liga spielen oder sowas, aber da kommt es auch drauf an, wie es da aussieht. Aber ansonsten dieses Gen 8-Meta-Dings auch in-game und mit dem ganzen
darauf habe ich schlicht und ergreifend jetzt einfach mehr nach den letzten Kämpfen kein Bock mehr. Also es hat mich einfach endgültig gebrochen. Ich habe gedacht, die Pause jetzt zwischendrin hat mir was gebracht, aber hat sie anscheinend nicht. Ja, so viel mal dazu. Jetzt werfe ich noch kurz was hinten raus. Ich habe jetzt auch noch lange überlegt, ob ich die FLCL Season 2 canceln soll oder aufschieben soll oder wie ich es jetzt machen will. Aber da werde ich jetzt dann nächste Woche die versuche ich Tierliste und Doc und so zu veröffentlichen und dann die Anmeldephase zu machen. Die wird eben auf SD Natex und das wird dann vorerst meine letzte Liga sein, in der ich spielen werde. Die werde ich auch nicht auf YouTube bringen. Da habe ich ein bisschen andere Pläne. Vielleicht werde ich da dafür mal so einen Stream einstreuen und die Kämpfe von dem Spieltag im SD-Replay von allen Gegnern anschauen und das dafür veröffentlichen. Also ich glaube, da habe ich dann ein bisschen mehr Lust drauf. Aber so die Kämpfe werdet ihr nicht auf YouTube von mir zu sehen bekommen. Wie es die anderen machen, weiß ich nicht. Bleibt jedem selber überlassen. Ja, in diesem Sinne habe ich jetzt mal soweit alles gesagt. Und beende damit das Video und wir sehen uns bei den UDTA-Kämpfen und danach dann erstmal bei Content, der halt nicht mit Ligen zu tun hat, sondern mit den Sachen, die ich vorher angesprochen habe, mehr so Casual Content, quizmäßig, Fußball wieder ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr habt da auch Freude dran. Wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Dann müsst ihr es auch nicht anschauen, das bleibt ihr jedem selber überlassen. Und von dem her sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.